sondern es geht um die Gesundheit. Was erhält Menschen gesund? Das sind ganz andere Einflüsse oft, die wirken als das, was sie krank machen. Also wenn krank machen zum Beispiel, ist eben so ein Risikofaktor. Ich habe zu hohen Blutdruck oder mein Immunsystem ist geschwächt oder ich habe mir ein Bein gebrochen. Aber bei der Gesundheit geht es um die Frage, was ist eigentlich, was fördert eigentlich unser seelisches und körperliches Wohlbefinden? Wie kann ich entspannt arbeiten? Wie kann ich arbeiten, ohne dass ich dauernd unterbrochen werde? Wie kann ich Menschen dazu bringen, dass sie angstfrei tätig sind, dass sie Spaß an der Arbeit haben? Was sind eigentlich die positiven Stimuli, die das Wohlbefinden eines Menschen fördern? Und das ist eben etwas, eine ganz andere Blickrichtung, als wenn ich immer nur auf Störungen und auf Risiken blicke. Das ist ja gerade der Tipping Point hier, ist der Fokus, die Achtsamkeit auf die Gesundheit und nicht mehr nur auf die Vermeidung von Krankheiten. Das heißt, dass ich ja erstmal überhaupt feststellen muss, wo stehen meine Mitarbeiter hier in ihrem Befinden. Da gibt es Messinstrumente, zum Beispiel eben um Wohlbefinden zu messen oder um Depressivität zu messen, um das Selbstwertgefühl zu erfassen und ähnliches mehr. Und das, wenn ich jetzt mal das ganz reduziert betrachten will, sind es zwei Dinge, die bei jedem Menschen, ganz egal ob bei der Arbeit oder sonst wo, eigentlich entscheidend sind. Das eine ist eben das seelische Wohlbefinden, dass ich also Kontakt zu mir selber auch finden muss. Und das zweite ist die Qualität meiner zwischenmenschlichen Beziehungen. Das sind sich heute die Forscher eigentlich alle einig, dass das die beiden entscheidenden Punkte sind, von denen also unsere Leistungsfähigkeit, unsere Energie, aber auch unsere physische Gesundheit ganz entscheidend abhängen. Wir müssen ja auch erstmal für das Thema werben bei den Führungskräften, sonst wird das ja nichts im Unternehmen. Wenn die Führungskräfte da nicht mitziehen, dann kann man die Sache vergessen. Also muss man erstmal eine Betroffenheit bei den Menschen erzeugen, die man dann später auch braucht, um einem Unternehmen Veränderungen herbeizuführen. Und deswegen zunächst mal die Beschäftigung mit den Führungskräften und ihren Problemen. Wie sehen Sie Ihre Mitarbeiter? Wie sehen Sie Ihre Bosse? Wie sehen Sie Ihre Aufgabe? Was hindert Sie dabei? Was befördert Sie dabei? Was sind Dinge, die Ihnen immer wieder misslingen, wo Sie gerne mal was lernen möchten, damit Sie es besser machen? Und ähnliches mehr. Das ist das, was wir als erstes anbieten. Also das ist keine Therapie. Das ist eigentlich eher etwas ganz Alltägliches, nämlich das Funktionieren im zwischenmenschlichen Alltag, das sicherzustellen. Und dazu gehört eben einerseits, dass ich mich selber besser beobachte, dass ich mich selber in meinem Verhalten besser reflektiere. Das ist durchaus nicht etwas, was, dazu kommt es ja häufig gar nicht, weil man gar nicht die Zeit dazu hat. Und dass ich auf der anderen Seite eben auch meine eigenen Mängel versuche, besser zu durchschauen und entsprechend dann auf Angebote eingehe, die mir gemacht werden, wie man es besser machen kann. Also wir gehen davon aus und sagen, die Führungskräfte sind zwar nicht die Hauptrisikogruppe im Unternehmen, weil das wissen wir auch, dass deren Gesundheit meistens besser ist als die Gesundheit ihrer Untergebenen. Das ist auch sehr gut erforscht, sondern sind die wichtigste Zielgruppe, nicht Risikogruppe, sondern Zielgruppe, weil ihre Betroffenheit bei diesem Thema entscheidend ist, um dieses Thema in Unternehmen, in Organisationen hinein zu transportieren. Also das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir mit Mitarbeitern Teamentwicklungsmaßnahmen durchführen. Es ist ja so, dass häufig Mitarbeiter miteinander auch Probleme haben. Also es gibt da ganz unterschiedliche Konstellationen. Wir hatten schon Unternehmen, wo die Mitarbeiter ihre Führungskräfte sehr gut akzeptiert haben, aber untereinander nicht klargekommen sind und da ein Problem sahen. Also da muss man bei ihren zwischenmenschlichen Kompetenzen ansetzen. Es ist einfach so, dass wir davon ausgehen, weil Menschen sind, können sie auch gut kommunizieren. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Also vielleicht kann man in bestimmten Situationen selbstverständlich gut kommunizieren. Selbst da bin ich mir nicht immer so ganz sicher. Aber wir brauchen eigentlich ständig auch Feedback darüber, nicht nur, was wir sachlich machen, sondern auch, wie wir uns dabei bewegen und äußern. Und das muss beobachtet werden und da müssen dann auch Korrekturen angebracht werden. Also wie man beispielsweise mit Konflikten umgeht. Da fängt es ja schon an. Zwei Mitarbeiter haben Probleme miteinander. Wie gehe ich jetzt damit um? Und wenn die Führungskraft das nicht sieht und dann nicht rechtzeitig eingreift, dann kann sich so ein Konflikt über Jahre hinziehen.
Und die Menschen verschwenden immer mehr Energie auf ihre Beziehungskonflikte und immer weniger Energie auf ihre eigentliche Arbeit. Was natürlich die Voraussetzung von all dem ist, ist, dass wir erstmal in den Unternehmen auch diese Diagnostik durchführen. Das heißt, wir können aufgrund unserer Mitarbeiterbefragungsinstrumente, die wir entwickelt haben, mit einem Interview von knapp einer halben, dreiviertel Stunde, können wir sehr genau lokalisieren, in welchem Bereich ein Unternehmen im roten, im gelben und im grünen Bereich ist. Und dann empfehlen wir als zweites dort anzusetzen, wo rot ist oder gelb ist. Und dann machen wir solche Maßnahmen, wie eben die gerade eben geschilderten. Also vor allem vorab ist immer die Diagnostik. Und dem vorab ist zunächst mal eine strategische Sitzung mit den Führungskräften, dabei man einfach wissen muss, was man Unternehmen nur verändern kann, wenn die Führungskräfte davon auch überzeugt sind, und zwar die oberste Führung. Die müssen ja auch Gelder geben, die müssen Zuständigkeiten verteilen, die müssen auch manchmal vielleicht ihre Macht einsetzen, um Dinge durchzusetzen und ähnliches mehr. Der Hauptgrund, warum wir geholt werden, kann ich Ihnen auch sagen, ist einmal, weil nach wie vor die Unternehmen Probleme mit ihren Fehlzeiten haben oder weil sie Probleme haben mit ihrer Altersstruktur oder weil sie Probleme haben mit ihrer Akzeptanz bei Kunden. Aber das ist eigentlich das mehr schon im klassischen Unternehmensberatungsbereich. Also es sind eher so ganz banale Dinge, die hier zunächst mal sie zu uns führen und nicht zu einer klassischen Unternehmensberatung. Und wir steigen dann mit diesem Thema Fehlzeiten ein. Natürlich nehmen wir das ernst und wir wissen ja auch inzwischen sehr genau, wovon Fehlzeiten abhängen, wie man das feststellen kann, auch im Einzelfall. Und dann sagen wir, gut, aber jetzt guckt euch doch mal die Leute an, die bei euch jeden Tag kommen. Wie sind die eigentlich drauf? Wie leistungsbereit sind die eigentlich? Was nützt euch denn, wenn die alle da sind, aber mit ihren Gedanken ganz woanders? Und das ist dann der eigentliche Grund, wo wir dann weiterbohren, dass wir sagen, ihr müsst euch als Unternehmen mit denen befassen, die regelmäßig zur Arbeit kommen. Und die paar Leute, die fehlen, das ist zwar schmerzlich, wenn es dann über 10% ist oder so, da muss man natürlich der Sache auch Aufmerksamkeit schenken, aber man muss in erster Linie sagen, wir guckt euch diese Präsentismusstatistiken an, guckt mal, was ihr an verdeckten Produktivitätseinbußen habt, guckt mal, was ihr darüber eigentlich wisst. Wird der Vorstand eigentlich ausreichend informiert über die Probleme Unternehmen? Wie sieht es mit eurem Berichtswesen aus? Das sind alles so Dinge, wo wir dann einsteigen und dann unsere Beratungsleistungen entfalten. Unser Bestreben liegt darin, die Unternehmenskultur zu verändern, und zwar in Richtung von mehr Achtsamkeit für Gesundheit. Und in diesem Laborunternehmen, wo wir also schon seit Jahren drin sind, ist es tatsächlich so, dass das letztlich der entscheidende Faktor des Erfolgs war. Die Menschen achten mehr auf das Thema Gesundheit bei ihrer alltäglichen Arbeit, bei ihrem Umgang mit anderen, bei sich selber. Sie achten mehr darauf, was an den Prozessen im Unternehmen und den Strukturen möglicherweise krank macht. Und sie haben, also es gibt einen kollektiven Lernprozess in Richtung von mehr Gesundheit, der eben alle einbezieht, die einfachen Mitarbeiter bis hin die Chefs. Und das ist dann letztlich das Geheimnis des Erfolgs, der Kulturwandel. Wenn die Mitarbeiter wissen, worauf es ankommt, wenn sie hochmotiviert sind, wenn sie die Ziele kennen und auch die Gründe, warum sie jetzt mal hochbelastet werden müssen, ich kann noch kein Unternehmen kennenlernen, wo sie da nicht mitgezogen haben. Wenn sie aber keinen Silberstreif am Horizont erkennen können, wenn der Dauerstress zunimmt, wenn die Sinnhaftigkeit dessen, was sie tun, nicht mehr klar ist, wenn sie ihre Ziele gar nicht kennen, wenn sie praktisch nur noch Dinge abarbeiten und sich als gewisserweise als kleines Rädchen in einem großen Automaten sehen, das ist dann eben das Gegenteil. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Also ich sage mal, der Belastungsdiskurs auch zum Thema Stress, das ist doch nicht das Problem. Der Stress der Arbeit. Das Problem ist doch, dass die Mitarbeiter wissen möchten, wofür sie sich anstrengen sollen und warum. Und auch sie möchten wissen, was ganz konkret ihr Beitrag ist zu dem, was da im Unternehmen geschieht. Und sie möchten natürlich dafür auch mal gelobt werden. Und zwar nicht, indem man ihnen dauernd irgendwie Küsschen gibt, sondern Küsschen links, Küsschen rechts, sondern indem man ganz klare, eben präzise Aussagen macht dazu, warum das, was sie da gemacht haben, besonders wichtig und gut war. Das wollen sie wissen. Weil sie ja wissen wollen, wie sie es in Zukunft auch gut machen können. Und
das sind eigentlich Dinge, auf die es aus unserer Sicht ankommt. Der ganze Stressdiskurs, wir reden dauernd, ja klar, jeder hat Stress, mein Gott nochmal, das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist der Kontext, in dem das stattfindet und wie ich darauf selber mich darauf da mental eingestellt fühle. Und wenn ich eben das Gefühl habe, ich weiß, worum es hier geht und ich weiß, dass das wichtig ist, dann wird doch jeder auch mal Tag und Nacht arbeiten. Machen wir doch alle so. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns und andere über den beruflichen Erfolg definieren. Das ist nun mal so. Wir werden nicht mehr dafür belohnt wegen unserer Gottesfürchtigkeit oder weil wir besonders loyal zum Kaiser sind, sondern wir sind heute, das ist das Brutale an dieser Situation, eigentlich so, dass wir nach ganz säkularen Dingen Menschen bewerten. Und uns selber auch. Das ist das Fatale. Und dass das natürlich eine Situation ist, die zu internalisierten Wertvorstellungen führt, denen den Menschen folgen, auch dann, wenn es auf Kosten ihrer Gesundheit geht. Und was wir jetzt lernen müssen, ist also, das überhaupt erstmal festzustellen und vor allen Dingen auch mal unsere eigenen Grenzen kennenzulernen. Unsere physischen Grenzen kennen wir. Wenn Sie 10 Tage hintereinander Holz hacken, dann sind Sie am 11. Tag erledigt. Wenn Sie aber 10 Tage unter Dauerstress stehen wegen Problemen mit Ihrem Boss oder weil Sie sich ungerecht behandelt fühlen oder weil Sie Probleme mit Ihrem Ehepartner haben, dann, die nicht lösbar erscheinen, dann sind das Dinge, die Sie krank machen. Also es ist die Dauer eines Problems, aber auch natürlich oft die Unfähigkeit, überhaupt erstmal zu erkennen, wo das Problem liegt, die eigenen Grenzen zu kennen und auch zu lernen, dass auch das Hirn des Menschen in gewisser Weise erschöpft sein kann und dass man deswegen eine Auszeit braucht und dass man sich das einfach dann auch nimmt. Auch wenn es dazu führt, dass man eben keinen Drittwagen anschaffen kann und das Haus nur 3 Säulen hat im Eingang und nicht 10. Also will sagen, es ist schon auch die Selbstbegrenzung, die wir lernen müssen. Ja. In einer Leistungsgesellschaft werden Menschen nahezu unbegrenzt nach ihrer Leistung belohnt. Und das macht die Menschen krank, wenn sie nicht lernen, sich selbst Grenzen zu setzen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich, wo lernt man das? Wir lernen doch nur, unsere Eltern sagen, komm, schön fleißig in der Schule, gute Noten. Dann kommt der Boss, sagt, hier, wichtige Aufgabe, mach mal. Und so läuft das doch. Nicht? In der Universität, mach deine Scheine und so. Also mal, wir werden doch ständig angespornt. Aber es wird auch nicht vermittelt, dass jeder Mensch da Grenzen hat. Und auch, ich dann sehe, dass also heute Studenten schon mit 25 Jahren sagen, sie sind ausgebrannt. Ja, mein Gott, nochmal. Was soll denn danach werden, wenn sie dann mal später in den Beruf eintreten? Dann haben sie schon, sind sie schon vorgeschädigt, wenn sie erstmal ihren ersten Job antreten, weil das Studium sie schon so fertig gemacht hat. Nehmen Sie mal das Beispiel heute, die Jura-Ausbildung. Das ist eine einzige Katastrophe. Ich meine, die Leute, ich will das nicht vertiefen im Detail, weil das ist das Studium so angelegt, dass die Menschen eigentlich unter Dauerstress stehen, weil sie letztlich erst am Ende ihres Studiums richtig geprüft werden und die gar nicht wissen, 8 Semester, 10 Semester lang, ja, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und wenn ich es nicht schaffe, was dann? Also hier gibt es auch viele Gründe, warum die Menschen eben ausgebeutet werden und warum man ihre Unkenntnis, ihre eigenen Grenzen nicht zu nutzen macht. In diesem Falle die juristischen Fakultäten, die einfach nicht bereit sind, ihre Kapazitäten einzudämmen. Sie produzieren immer mehr Studenten, auch wenn sie genau wissen, der Markt braucht die gar nicht. Also müssen die gnadenlos ausgesiebt werden, aber erst am Ende, nicht am Anfang, weil die Kapazitäten müssen ja gerechtfertigt werden. Leider ist das so. Also es ist sehr viel, es ist eine Mischung aus Erlerntem, aus externen Anreizen, auch aus hierarchischen Anordnungen. Aber klar, wir leben in einer Kultur, in der die Neigung, sich selbst zu überfordern auf Kosten der eigenen Gesundheit, eigentlich einprogrammiert ist. Also angefangen habe ich mit der Frage, was macht an einem sozialen Kontext eigentlich krank? Oder was erhält Menschen gesund? Das war Grundlagenforschung. Ich habe mich dann natürlich auch mit der Frage Arbeitswelt befasst und immer mehr dann mit dem Thema Arbeitswelt und habe dann irgendwann mal den Auftrag bekommen von der Europäischen Union und dem Land Nordrhein-Westfalen, ein Kennzahlensystem zu entwickeln, um zum Management der Gesundheit der Unternehmen. Das habe ich zusammen mit unserem Betriebswirt in der Fakultät gemacht. Und wir haben aufgrund dieses Projektes und unserer jahrelangen Vorarbeit dann so ein Kennzahlensystem entwickelt, das basiert auf Unternehmensbefragungen, indem wir nach einem ganz einfachen Modell, was ich heute Nachmittag vorstellen werde, zentrale Treiber anspreche, zentrale Früh- und zentrale Spätindikatoren. Also Treiber zum Beispiel Qualität der Führung, Frühindikator zum Beispiel Commitment oder innere Kündigung, Mobbing,
Ja, also solche Folgen von Organisationsmängeln und natürlich auch dann den unternehmerischen Erfolg. Also entweder indem wir die Leute selber fragen, die Beschäftigten, oder indem wir uns da für Unternehmenskennzahlen heranziehen. Also es ist im Grunde eine Mischung aus subjektiven Daten und objektiven Daten, die wir brauchen, um ein Unternehmen zu diagnostizieren. Und ja, das ist also dort, wo wir es machen, hat das eigentlich überall sehr gut funktioniert. Die Unternehmen waren dann letztlich immer froh darüber, dass sie es gemacht haben, auch wenn zum Teil Unerfreuliches dabei rauskommt. Unerfreulich aus Sicht der Führungskräfte, weil sie selber möglicherweise sich an ihre eigene Nase fassen müssen. Aber ich sage mal, wir müssen einfach den Realitäten ins Auge schauen und wir müssen auch den zwischenmenschlichen Realitäten im Unternehmen ins Auge schauen. Und wir können die nicht einfach weiter ignorieren und sagen, wir machen das alles per Orde de Mufti hier. Gibt es denn so eine Kennzahl, wo die Chefs regelmäßig oder die Inhaber regelmäßig vom Stuhl fahren, wo man sagt, das ist so eine, kann ich Ihnen sagen, Kennzahl, die naja, so Mobbingfälle pro Abteilung? Oder? Es gibt da Unterschiede. Also ich sage jetzt mal als Beispiel aus einer großen Verwaltung. Und da die Verwaltung weiß das schon lange, sie haben einen Dauerbestand an Langzeiterkrankten von 1.800. Bei einer Beschäftigtenzahl von 5.400. Müssen Sie sich mal vorstellen, 1.800 Langzeitkranke. Dann habe ich eine Befragung gemacht der Führungskräfte. Die meisten Führungskräfte wussten das nicht. Das kann es auch geben, dass man erstmal diese... Aber das ist eine Regel in öffentlichen Einrichtungen. So in Privatunternehmen ist es so, dass zum Beispiel Dinge wie Mobbing, innere Kündigung, Burnout wird nirgendwo reportiert. Und das geht auch mit den klassischen Informationsmaterialien nicht, die Sie routinemäßig am Unternehmen erheben. Das geht nur mit Befragung. Deswegen ist wir sagen, das Hauptziel muss es sein, oder ein Zentralziel muss es sein, wenn man selber mehr wissen möchte über sein eigenes Unternehmen, wenn man das wirklich wissen möchte, dann geht das nur über eine regelmäßige Mitarbeiterbefragung mit Benchmarks, mit Unternehmensvergleichen, mit Abteilungsvergleichen, sodass man dann sehen kann, das kann man dann sehr schön sehen, in einem und dem gleichen Unternehmen, da haben Sie Abteilung, da läuft das wunderbar, die Leute fühlen sich wohl und leisten hervorragende Arbeit, und es gibt andere Bereiche, da fühlen sich alle unwohl und ihre Arbeit ist grottenschlecht. Und das genau herauszufinden, zwischen dieser Bandbreite, wo liegen da die einzelnen Abteilungen, das ist also zunächst mal unsere Kompetenz, das den Spiegel vorzuhalten den Führungskräften und zu sagen, guckt mal, das ist eure Situation hier. Und die Befragung ist online? Oder? Also das machen wir online, das ist, wenn es geht, wenn Mitarbeiter alle Rechner haben, machen wir es online. Wir machen auch Klassenraumbefragungen, also beispielsweise bei großen Industrieunternehmen, das ist angesagt, dass man einfach mal ganz Abteilung mit eine Stunde, eine halbe Stunde Klassenraum ausfüllen, wieder raus oder eben mit Papier und Bleistift, wo Sie es zu Hause machen können, dann ohne einwerfen. Da gibt es verschiedene Verfahren, aber die Online-Befragung ist eigentlich die billigste und auch die, wie wir sehen, auch die mit dem größten Rücklauf in der Regel. Was natürlich dabei wichtig ist, dass man den Mitarbeitern vorher sehr genau sagt, warum man das macht, wie man mit den Daten umgeht, wem die Daten berichtet werden, was sie selber davon haben, wenn sie da mitmachen bei der Befragung, wie sie selber auch informiert werden über die Ergebnisse der Befragung. Das muss man sich im Klaren sein. Man stößt ja einen Prozess an und man muss wissen, dass er Konsequenzen hat. Und man muss von Anfang an wissen, dass man diesen Konsequenzen auch, dass man sich deren bewusst ist und ihnen auch sie dann auch wirklich wahrnimmt. Also dass eben, wenn beispielsweise eben rauskommt, es gibt in meinem Bereich große Qualitätsprobleme, und es gibt auch hohe Fehlzahlen im gleichen Bereich, dass man dann eben mal guckt, woran liegt das denn? Und das ist in der Regel ziemlich klar, woran das liegt. Es gibt nur zwei Gründe. Entweder können die untereinander nicht oder sie haben Probleme mit ihrem Boss oder alles beides. Und das heißt, Sie erklären den Leuten, die die Fragebögen ausfüllen, dann auch diese ganzen Zusammenhänge? Ja, natürlich. Also zunächst oder macht das der Abteilungsleiter dann? Ja, das kommt, das machen wir also einmal. Kann das geschehen, was ich neulich gemacht habe in einer ganzen Belegschaft, dann wird der gesamten Belegschaft kollektiv das Ergebnis mitgeteilt. So war das in einer großen Klinik neulich. Damit die erstmal sehen, was so Sache ist. Es gibt Informationen, gerade wenn es darum geht, wenn man einzelne Personen identifizieren kann, zum Beispiel Führungskräfte, dann
machen wir das nicht coram publico, sondern dann geht man andere Wege. Dann macht man erstmal, bespricht man das mit den Führungskräften selber, mit ihren Chefs, und dann überlegt man, wie man das dann an die Mitarbeiter weiterreicht. Also wir wollen ja den Unternehmen helfen und wir wollen ja nicht nur ihnen noch größere Probleme machen. Also das heißt auch, wir wollen natürlich nicht, dass Konflikte, wenn sie da sind, verschärft werden, sondern wir möchten sie möglichst draufheben. Das ist eine Frage auch der Diplomatie. Das hängt auch sehr von den Unternehmensgegebenheiten ab, wie man da vorgeht. Beispielsweise, wenn die Depressivität der Mitarbeiter, ja, nur ein Beispiel, das kann man messen mit Depressivitätsskalen. Und dann haben wir gefragt nach der Akzeptanz der Führungskraft mit einer Skala. Und dann können Sie sehr genau sehen, wie das korreliert, also wie eine Perlenschnur. Je höher der Vorgesetzte akzeptiert wird, umso geringer ist die Depressivität bei den Beschäftigten. Ganz einfach. Das, was Sie auch immer sagen, die emotionale Bindung an das Unternehmen ist das Entscheidende, nicht die kognitive. Also wie ich, mit welchem Gefühl ich morgens zur Arbeit gehe. Bin ich grundsätzlich positiv eingestimmt? Halte ich das für ein duftes Unternehmen mit interessanten Kollegen, guten Produkten? Oder ist das eher hier ein Ramschladen? Das meint wieder die beiden Extreme. Also diese emotionale Einstellung ist das Entscheidende. Und das ist das, was gilt auch. Das messen wir mit Commitment. Das ist also eine Skala, die in gewisser Weise diese emotionale Bindung an das Unternehmen misst. Ansonsten ist es so, dass ich ja Epidemiologe bin. Ich bin ja kein normaler Unternehmensbefrager. Wir haben also sehr ausgeklügelte Instrumente, beispielsweise wie wir Gesundheit messen, wie wir seelische Gesundheit messen, wie wir psychosomatische Symptome messen. Da gibt es auch weltweit eingeführte Skalen. Und wir haben dann bewusst eben versucht, die Kausalzusammenhänge zu identifizieren. Und das ist alles publiziert. Ein Riesenaufwand, nicht? Mit großen Befragungen, um es genau herauszufinden, nicht nur, warum hat jemand was, sondern was hat er, was ist das Problem, aber dann auch, was sind die Ursachen dafür. Und es gibt 5 zentrale Ursachen in jedem Unternehmen, die in Frage kommen als Verursacher von Unglück und von Glück bei den Beschäftigten. Die Unternehmenskultur, Misstrauenskultur oder Vertrauenskultur. Die Qualität der Führung, hohe Akzeptanz der Führungskräfte, keine Akzeptanz der Führungskräfte. Die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen, können wir gut miteinander, ziehen wir am einen Strang oder behindern wir uns gegenseitig bei der Arbeit. Ganz wichtiger Punkt, mit der wichtigste. Wenn alles mies ist im Unternehmen und wir uns gut verstehen in der Gruppe, dann kann man es noch aushalten. Wenn das noch dazu kommt, dass wir uns auch nicht mehr verstehen, dann ist es aus. Das ist das. Und dann die Qualifikation und die Arbeitsbedingungen. Das sind 5 Faktoren. Arbeitsbedingungen, also die konkreten Handlungsspielraum, Sinnhaftigkeit der Arbeit und so weiter. Arbeitsumgebung, dann die klassischen ergonomischen Dinge auch und so weiter. Also die Mitarbeiter erwarten von ihren Führungskräften, dass sie sich vor sie stellen und nicht, wenn es Probleme gibt, sie zum Fraße anbieten. Also das ist doch ganz klar, dass das ist das Mindeste, was man von der Führungskraft erwartet, dass sie mit der Abteilung solidarisch ist und die Abteilungsressourcen verteidigt und auch, wenn es Probleme gibt, eben da mit den Mitarbeitern gemeinsam das durchsteht und nicht die Mitarbeiter anprangern und sagt, der ist schuld. Das ist natürlich die größte Katastrophe, wenn man sowas als Führungskraft macht. Ich muss immer den Kopf selber hinhalten, ganz klar. Es ist so, dass gerade bei der Gesundheit und Krankheit es immer eine Vielzahl von Faktoren gibt. Es gibt dann mehr oder weniger dominante Faktoren. Und was ich Ihnen gerade sagte, diese 5 sind die dominanten betriebsbedingten Faktoren. Natürlich wirken auf die Gesundheit des Menschen auch andere Dinge ein, außerhalb der Arbeit. Schreibt der Sohn dauernd 5? Hat die Tochter einen miesen Freund? Ist der Partner irgendwie ungenießbar? Das sind alles Dinge, die irgendwie auch eine Rolle spielen natürlich. Aber wir können das quantifizieren. Wenn man die Menschen selber fragt, dann sagen sie in der Regel, 50% ist arbeitsbedingt in meinem Befinden und 50% ist durch meine Freizeit bedingt. Zunächst mal ist die Abteilung und das Team ist das Wichtigste für jeden, wie es da funktioniert. Und das ist wiederum, hängt sehr stark ab davon, wie die Führungskraft funktioniert. Man redet ja jetzt so viel davon, dass Führung überflüssig wird, weil mehr Netzwerken gearbeitet wird, Netzwerkkultur einzieht. Falsch. Ist das? Nein. Was richtig ist, dass gute Unternehmen ihre Mitarbeiter befähigen, selbstständig zu handeln. Ihr Tun weitestgehend selbst zu regulieren. Das setzt aber von Seiten der Führung voraus, dass sie loslassen, dass sie Kompetenzen abgeben, dass sie aber auch Ressourcen abgeben und
dass sie nicht das mittlere Management ausdünnen, weil die werden ja gebraucht, wenn es Konflikte gibt bei den Mitarbeitern, wenn die Ziele nicht klar sind, wenn man beispielsweise auch mal ein fachliches Problem hat. Also das sagte ich, die Zeit, man muss trotzdem als Führungskraft präsent sein, aber man ist nicht mehr jemand, der kontrolliert, sondern jemand, der hilft, unterstützt und fördert. Das ist die Aufgabe. Und vor allen Dingen, wichtig ist nicht das Individuum nur allein zu stützen, sondern das Team, die Zusammenarbeit, die Kooperation, auf die es ankommt, die muss funktionieren. Also ich muss als Führungskraft eigentlich sofort Kooperationsprobleme erkennen zwischen Menschen im Teams und muss versuchen, die zu vermeiden oder sofort da eine Besserung herbeizuführen. Und Organisationen leben von der Qualität der Kooperation ihrer Mitglieder. Wie sie kommunizieren, mit wem, wie intensiv und wie umfangreich, zum Beispiel wird Wissen weitergegeben oder zurückgehalten. Lässt man Leute ins Messer laufen oder nicht? Verpfeife ich meinen Kollegen? Ja? Also ich habe eine Klinik, kriegen wir laufend Post anonym, wo uns Klinikmitarbeiter informieren über die Zustände, aber so, dass wir nicht wissen, wer das macht. Und da sind wir also als Berater tätig, machen Unternehmensdiagnostik. Und sie sagen, wir trauen unserem Boss gar nicht mehr und wir trauen auch unserem Betriebsrat nicht mehr. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir sind verzweifelt, weil alle, die für uns eigentlich zuständig sind, sind in gewisser Weise gegen uns. Hier herrscht Anarchie aus einer riesen Klinik. Ich sage nicht welche. Also, die haben da einen Patienten, nicht? Wo dann so ein solcher Dauerkrieg zwischen jeder gegen jeden. Da wird beispielsweise kolportiert in dem Geschäftsführer, dass der Oberarzt im OP mal sich negativ über den Geschäftsführer geäußert hat. Da rennt ein Mitarbeiter hin und erzählt es dem Geschäftsführer. Da gibt es ein Gerichtsverfahren. Das sind also Zustände, wo man eben genau sehen kann, wo der Mangel an Führung eigentlich das Problem ist, zusätzlich zur schlechten Führung. Weil einfach der Geschäftsführer, das ist ein reiner Betriebswirt, und die Mediziner sind Mediziner. Es gibt eigentlich dann niemanden im Unternehmen, der mal richtig so was von Menschenführung gelernt hat. Und das ist leider häufig in Krankenhäusern der Fall. Da haben sie knallharte Betriebswirte als Geschäftsführer, die nur auf ihre Zahlen gucken. Und sie haben knallharte Chirurgen oder Mediziner, die nur auf ihre Laborwerte schauen. Ja, und die Menschen, die Patienten, die Mitarbeiter. Und das kommt leider, muss ich Ihnen sagen, häufiger vor, als Sie denken. Häufig ist das natürlich auch ein Produkt dieser enormen Sparanstrengungen, die leider nicht dazu geführt haben, dass man mal Kliniken dicht macht, sondern die dazu geführt haben, dass man überall wegstreicht. Man erhält die Strukturen, aber die Strukturen werden immer schlechter, weil sie insgesamt zu wenig Ressourcen haben. Wenn man mal den Mut hätte, zu sagen, wir brauchen hier nicht 3 Kliniken vor Ort, sondern nur 2. Jetzt machen wir einen Wettbewerb und innerhalb dieses Wettbewerbes fliegt dann eben einer raus. Aber so weit kommt es nicht, weil bei privaten Klinikketten ist das so. Wobei ich jetzt nicht für private Klinikketten werben möchte. Aber es ist leider so, dass gerade im öffentlichen Bereich man eben Angst hat davor, was zu machen. Ob die Dinge, die wir sagen, die wichtig sind, das Wir-Gefühl, die Solidarität, die gegenseitige Höflichkeit, der Respekt, das Vertrauen, die Loyalität. Das sind alles Dinge, die Sie doch nur in einem Kollektiv entfalten können, indem Sie relativ stabil tätig sind. Wenn ich sage, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Qualität dieser Beziehung ist wichtig für unsere Gesundheit, wenn Sie ständig neue Kollegen haben, neue Chefs haben, wenn Sie selber ein Vagabund sind, der von einem zum nächsten hopst, wie soll dann sowas entstehen? Kann doch gar nicht. Also eine gewisse dauerhafte Zugehörigkeit zu einer Organisation ist wichtig. Das sehen Sie mal, es gibt viele Unternehmen, die prinzipiell nur ihre Führungskräfte aus ihren eigenen Reihen bestellen, weil sie sagen, das ist nur die garantieren unsere Unternehmenskultur in ihrer Kontinuität. Also ich denke mir, dass natürlich die Menschen ein Bedürfnis haben zur Stabilität nach Berechenbarkeit. Und genau diese Berechenbarkeit geht ja da verloren. Also ein Unternehmen, was nun auf den gnadenlosen Wettbewerb setzt und die Leute von außen holt und wieder ausspuckt, wie sie gerade braucht. Ja, das auf Dauer ist das kein erfolgreiches Geschäftsmodell, nach meiner Meinung. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Können Sie es so machen. Man hat ja auch gesehen, der Sozialismus hat auch eine Zeit lang funktioniert. Sie können Menschen eine Zeit lang drangsalieren. Die Nazis haben es auch geschafft. Aber auf die Dauer ist das kein System, das auf Dauer auch sich selbst erhalten kann, weil es zu viel Kontrollkosten erzeugt und zu viel auch menschliche Schäden.
letztlich. Und im Grunde genommen unproduktiv wird. Haben wir ja gesehen, die DDR war am Ende völlig unproduktiv. Daran ist der Sozialismus ja auch gescheitert, aber das letztlich der Grund dafür war, dass sie eben so viel Kontrollkosten erzeugt haben und der Informationsfluss von unten nach oben nicht mehr funktioniert hat, wie in jeder schlechten Hierarchie. Die Kontrollkosten werden weniger, wenn ich Menschen befähige, selbstreguliert zu handeln. Und das ist das große Geheimnis eines guten Unternehmens, eben diese Selbstregulierungsfähigkeiten ihrer Mitarbeiter in Gang zu bringen, sodass sie eben wenig Kontrollkosten haben. Sie geben Ziele vor, Termine und Ressourcen, den Rest machen die Mitarbeiter. Wenn sie Probleme haben, dann muss aber jemand da sein, der hier dafür gerade steht, dass die Ziele eingehalten werden, dass die Budgets eingehalten werden und dass die Mitarbeiter auch gedeihlich zusammenarbeiten. Ich bin davon zutiefst überzeugt, nicht nur als Soziologe, dass jedes soziale System nur funktionieren kann, ohne ihre Mitglieder zu sehr zu schädigen, dass bestimmte Grundwerte hat, Grundprinzipien des Handelns. Nehmen Sie mal die 10 Gebote. Die werden wir heute nicht mehr alle unterstreichen. Aber es gibt gute Unternehmen, haben solche Grundwerte, an denen sie nicht rütteln lassen. Früher war das so in Japan, das Grundwert, Leute werden nach ihrer Seniorität befördert und die werden auf keinen Fall entlassen. Das wird heute auch, kann ich mir so richtig durchgehalten werden. Aber das Bemühen der Führungskräfte, das Bemühen, dass sie in ihren Grundwerten kontinuierlich handeln und dass sie nur unter größten Schmerzen mal davon abweichen, das sehen ja ihre Mitglieder sehr genau, das ist wichtig. Jeder weiß, dass es mal Situationen geben kann, wo man mal vielleicht davon abweichen muss. Aber das muss dann auch klar sein, das ist die absolute Ausnahme und nur die Ultima Ratio. Und das setzt eben voraus, dass die Mitarbeiter die Werte kennen und auch ausreichend transparent geführt wird. Und nur dort, wo transparent geführt wird, erkenne ich als Mitarbeiter, warum wird der befördert, warum hat man diese Entscheidung so getroffen und nicht anders. Ja? Wo ein Unternehmen intransparent ist, wissen sie das ja gar nicht. Dann stellen sie fest, da werden Leute befördert, die also engen Ellenbogen herauslassen. Ja, wenn das so ist, dann werden sie entweder sagen, da haue ich ab, das ist nicht mein Unternehmen, oder sie werden auch Ellenbogen entwickeln. Wenn sie aber sehen, es werden hier Leute befördert, die fair und gerecht umgehen mit ihren Mitarbeitern, die ihre Mitarbeiter fördern und nicht nur sich selber, dann wird das natürlich auf sie selber abfärben. Also die Unternehmenskultur ist das A und O, die Werte sind das A und O. Gesellschaft kann nicht ohne stabile Werte funktionieren, geht nicht. Auch die Mafia hat solche Werte. Ich meine, da kommt die andere Frage noch, wie sind die Werte, nicht? Aber auch die Mafia funktioniert im Wesentlichen durch Selbstregulierung, natürlich auch mit starker Hierarchie, aber sie haben im Wesentlichen haben sie Grundwerte, an denen nicht gerüttelt wird und das funktioniert dann so, in ihrem Sinne zumindest. Ich meine mit Werten jetzt nicht, dass sie möglichst viel produzieren und möglichst kostengünstig, sondern ein Wert ist zunächst mal ein Grundwert, wäre zum Beispiel, wie gehen wir mit dem Thema Gesundheit um? Achten wir darauf oder nicht? Oder wie, das, was oft auf Hochglanzbroschüren steht, wird das eigentlich eingehalten? Nicht? Es ist vielleicht mal gar nicht mal so wichtig, was da steht, sondern wichtig ist für die Beschäftigten, dass sie wissen, wo sie dran sind und dass sie wissen, das sind die Grundprinzipien, an denen darf auch meine Führungskraft nicht rütteln. Und dann kann ich mich auch mal beschweren, wenn das der Fall ist. Mit Berufung auf das Grundgesetz. Ich meine, wir haben ja auch sowas, das Grundgesetz. Das ist das, von dem alles ausgeht. Daran wird nicht gerüttelt oder nur unter allergrößten Umständen. Und so müsste es eigentlich auch in jedem Unternehmen sein. Es gibt ein Grundgesetz, an dem wird nicht gerüttelt. Das ist mit Werten gemeint. Grundlegende moralische Prinzipien des zwischenmenschlichen Umgangs. Unternehmen sind keine Geldmaschinen, sondern Produktionsgemeinschaften. Ich betone bewusst das Wort Gemeinschaften. Sind auf keinen Fall nur Geldmaschinen. Und jedes gute Unternehmen, das lange am Markt bleiben will, sollte eben sich darauf besinnen, dass es eine Produktionsgemeinschaft ist und dass dies bestimmte grundlegende Prinzipien und Vorgehensweisen notwendig macht. Insbesondere eben eine hohe Pflege des sozialen Systems und von Wohlbefinden und Gesundheit der Mitglieder.